Achtung, das ist eine Notdurchsage. Es ist zu einer kritischen Verletzung des systemischen Anlage 38 gekommen. Zahlreiche Arbeitsroboter verhalten sich Scheiße, brennt mir der Schädel. Mit Robotern interagieren. Ich wiederhole, nicht mit Robotern interagieren. Keine Panik. Bedürft euch direkt von Arbeitsplatz in eure Dienstzone. Mitarbeiter, die in der Schnelllage der Na, das ist ja nicht so gut gelaufen. Zauberer, hier ist P3. Bitte melden. Sergei, ist alles in Ordnung, mein Junge? Mir geht's gut, Boss. Aber hier stimmt so einiges nicht. Was immer es auch ist, es muss schon vor einiger Zeit begonnen haben. Viktor Petrov ist der Grund. Er ist ein Verräter, der sich in den Zentralhub von Kollektiv gehackt und den Angriff der Roboter auf die Mitarbeiter ausgelöst hat. Petrov hat die Zugangscodes für die Übertragungsstation. Finde ihn und bring ihn mir lebend. Okay. Verstanden. Das Ziel ist Viktor Petrov. Meine Mission besteht darin, ihn zu finden und zu dir zu bringen. Ganz genau. Ende. So, wir können hier scannen. Da ist irgendwas rot. Was ist denn das? Find den Eingang zum Komplex. Was ist das? Ach, ein Huhn. Ich wünsch, ich wäre ein Huhn. Ich hätte nicht viel zu tun. Ja, das sieht ja nicht so gut aus. Oh, da ist das Schwein. Hallo. No. Schweini, Schweini. Ja, das sieht ja alles nicht so toll aus hier. Oh Gott. Du bleibst wohl liegen. Was? Aua. Hä? Du blödes Huhn. Greift mich das Huhn einfach an. Was ist denn da los? Oh, oh. Oh, oh, nicht gut. Lass nämlich in Ruhe. Ah, man kann nicht scannen. Okay, Widerstand gegen, anfällig gegen Feuer, Blitz, Eis und Explosion, glaube ich. Metallteile, synthetische Materialien. Ach, man kann die... Ach, krass. Was? Meinen schweren Treffer zu landen. Aua! Au, Alter! Oh, Bruder! Muss aber los, Mann! So, kann ich die looten? Ah, mit R1. Nee, ja doch, mit R1. Nimm alles mit! Kann ich dir helfen? Aua! Dieses blöde Huhn, Mann, verdammt! Muss mal eben die Dings runterstellen. Warte mal eben, Entschuldigung. Nein, nicht tot. Empfindlichkeit. Ein bisschen zu schnell. So. Aua! Das war ein bisschen zu langsam. Oh Mann! Ich hasse das. So. Mach mal so. Ja. Ja, das ist schon besser. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wie gut das aussieht, ne? Heilige Scheiße. Hey, Handschuh. Ja, Major? Was wissen wir über das Ziel? Viktor Petrov ist der leitende Ingenieur, der hinter Kollektiv 2.0 steckt. Was war das?
Er wurde wegen Verrats verhaftet und zu gemeinnütziger Arbeit im Wawilow-Komplex verurteilt. Verstanden. Und wo soll ich nach ihm suchen? Petrov befindet sich derzeit irgendwo in den unterirdischen Bereichen des Wawilow-Komplexes. Wir müssen einen Weg hineinfinden. Okay, dann lass uns das tun. Okay, dann schauen wir mal. Hey du, ich komme. Hilfe! Alles gut da drin? Hilf mir doch jemand! Hä? Scheiße! Ach, bleib bloß weg von mir! Nee, da will ich nicht rein! Au! Hör auf damit! Du kannst mich mal! Aua! Verpiss dich gefälligst! Okay, dem fehlt ein Auge. Was glotzt du denn so? Bist ja fast erwürgt worden. Gib mir die Hand. Das war eine böse Überraschung. Du musst vorsichtiger sein. Das hier ist das reinste Irrenhaus. Ja, habe ich gemerkt. Danke für die Kein Hilfe. Kein Problem, Söhnchen. Was machst du hier eigentlich? Oh, bin nur auf der Durchreise. Wer bist du? Ich? Sina. Oma Sina. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Schon kapiert. Wie ist denn die Lage hier? Viele Opfer? Vielleicht hast du schon gemerkt, die Roboter greifen Menschen an. Wer kein Versteck findet, ist erledigt. Ich bräuchte eine Waffe. Hast du irgendwas? Na klar, aber ich verschenke nichts. Unter uns ist ein Komplex. Wenn du eine Waffe brauchst, sieh dich dort um. Der Wawilow-Komplex. Da will ich eh hin. Ah, heute ist dein Glückstag. Ich gehe auch dorthin. Ist ziemlich sicher. Verdammt, eine Pchella! Verdammt nochmal! Wir haben 30 Sekunden! Was? Beweg dich! 30 Sekunden was passiert und dann? 30 Sekunden und wir sind am Arsch, Söhnchen. Aber so richtig. Klappt nicht! Komm her, du Muskelpaket! Nein, 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 nein! Dreh diesen Schlüssel im Uhrzeigersinn! Uhrzeigersinn, Idiot! Genau so. Ich halte sie in Schach. Was? Wow, eine ordentliche Waffensammlung. Was hast du vor? Los geht's. Ihr geht mir jetzt schon seit 2 Tagen auf die Eier. Die Oma, Alter. Nimm dies. Fress, Scheiße und sterb. Alter, die Oma. Verdammt. Komm zu Oma. Wo hast du das Ding her? Vergiss Gib es mir. Es. Du nimm mal den Schlüssel. Ich nehm das. Oma. Was Scheiße. Zum Teufel? Tschüss, Oma! Es geht noch weiter. 11. Stock, Weltraumforschung. Oh, erstmal eine Kippe an. Korrekt. Oh, erstmal eine rauchen. Oh, erstmal eine durchziehen. Was für eine gottverdammte Riesenscheiße. Ja, da sagst du was. So. Oh mein Gott. So, was haben wir hier? R1. Alles mitnehmen. Eine Neurokapsel. Ja, noch was? Ah ja. Mit X springen auf ein Objekt zu klettern. Okay. Wir müssen einen Weg finden, um diese gepanzerte Tür zu öffnen. Ach, was du nicht sagst. Genug von diesen bescheuerten Ratschlägen. Verrate mir lieber mehr über Petrov.
Wie kam man ihm auf die Schliche? Michael Stockhausen entdeckte Petrovs Verrat. Petrov wurde dann vom Agentumverband verhaftet. Wie ist er dann hier unten gelandet? Nach dem Prozess wurde Petrov zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt und als Gefangener hierher zurückgeschickt. Was, ließ sich in der ganzen Sowjetunion niemand finden, der seine Arbeit übernehmen konnte? Der Start vom Kollektiv war nur noch wenige Monate entfernt. Es wäre unklug, den leitenden Ingenieur zu ersetzen. Petrov musste seine Arbeit abschließen. Dazu wurde er gezwungen. Was ist an dem Burschen so besonders? Viktor Petrov war zuvor der leitende Ingenieur einer geheimen Abteilung der Akademie der Konsequenzen, die sich der Programmierung von Robotern für Kollektiv 2.0 widmete. Verstehe. Mhm. Ventil. Finde das Türventil. Haben wir? Ist hier noch was irgendwie? Hallo? Hallo? Okay. So, hier ist... Oh, da ist noch was. Ja. Das ist so eine Uhr, ne? Fast entkommen. Zum Abspielen halten. Hä, ich höre gar nichts. Ich höre nichts. Hört ihr irgendwas? Also, funktioniert hier irgendwie nicht, die Audiospur. Okay. So. Hallo? Komme! Ja! Ich beeil mich doch schon. Da. Ja, warte doch mal. Oh. Was zur Hölle? Halt durch, Kumpel. Halt durch, halt durch. Hui. Da ist er weg. Hängt er da jetzt? Ah, großartig. Halte 4 gedrückt, um das Inventarrad zu öffnen. Oh. Schwede heißt die Axt. Das ist schön. Oh, wir haben wir eine Pumpgun? Okay. Ja, okay. Aha. Regeneriert sofort 50 Gesundheit. Achso, was hier unten? Achso, okay. Nein. Gut. Ich frage mich, was das war. Kann ich vielleicht helfen? Sichere Gebiete. Pausenräume sind die sicheren Zonen des Spiels. In allen diesen Räumen befindet sich eine manuellen Speicherstation. Oh, ist das so wie bei... Cool. Finde Viktor. Ist das so wie bei Alien Isolation? Dass man nur manuell speichern kann? Speichere Daten. Vielleicht soll die erst die Sachen aufnehmen und dann nochmal speichern. Ist das so? Ich kann nicht nochmal speichern, okay? Und die Maschinen erhoben sich auf... Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Gegner können Superangriffe ausführen, die P3 umwerfen, wenn sie erfolgreich sind. Wenn ein Gegner einen Superangriff auflädt, weist Charles dich darauf hin, wann du am besten ausweichen solltest. Wann die rote Markierung erscheint, drücke Kreis, um auszuweichen. Okay. Der Asche. Alter. Darf ich dir einen Ratschlag geben? Ich hab grad viel um die Ohren. Versuch den stärkeren Roboterangriffen auszuweichen. Die sind alle stark. Angriffe, die ein Roboter während eines Stromstoßes ausführt, Oha. Sind besonders gefährlich und können dich gleich umwerfen. Tot. Ach, lange halte ich das nicht aus. Dieser erste Roboter hat mir ganz schön zugesetzt. Zerstörte Roboter enthalten ein reanimierendes Neuropolymerpräparat namens Neuromed. Nimm die Neuromed-Kapsel heraus und heile dich damit. Okay, das muss ich erstmal üben. Alter Schwede, das muss ich auch erstmal üben. So, was haben wir hier stehen? Es ist unsere Pflicht, die Arbeitsleistung jeden Tag zu verbessern. Aha. Ja,
ärgerlich. Guten Tag. Major, es könnte... Mehrere Ressourcen gleichzeitig einsammeln. Wenn sich vor dir mehrere Kisten befinden, halte R1 gedrückt, während du dich in die Richtung schaust und beweg dich, ohne R1 loszulassen, einer zur nächsten. So kannst du die Ressourcen mehrerer Kisten gleichzeitig ansammeln. Nicht schaden, die anderen Ressourcen aufzusammeln, die du findest. Befehl, Datum 3. Juni 1955 von M. Stockhausen, stellvertretender Direktor der Anlage 3826 an Wawilow, Geschäftsführung, Befehl von Genosse Setchenow, Direktor der Anlage 3826. Sämtliche Mitarbeiter der Anlage 3826, einschließlich Dienstleistungsangestellte, haben sich am 10. Juni 1955 einer Polymerstation zu unterziehen und anschließend das Protokoll zu unterzeichnen. Eine Nachricht, 12. Mai 1955, von E. Smirnov, Personalleiter, zum Leiter des Sicherheitsdienstes. Wie gewünscht, hier meine Einschätzung des Gefangenen W. Petrov. Gemütszustand, nervös, impulsiv. Die Arbeit im Plisetskaya Theater hat sich offensichtlich auf den psychologischen Zustand des Gefangenen ausgewirkt. Er ist seit Monaten besessen von Bildern aus der Welt des Theaters und rezitiert im Schlaf Gedichte eines unbekannten Dichters. Körperlicher Zustand, durchschnittliche körperliche Gesundheit, gelegentliche nervöse Zuckungen, Sicherheitseinschätzung, Fluchtgefahr. Trotz Genosse Setchenows persönlicher Anordnung, keine zu harschen Methoden zur Verhinderung einer Flucht einsetzen, empfehle ich eine ständige Beobachtung. PS. Inoffiziell ist Petrov aufgrund seiner Erlebnisse seit geraumer Zeit dabei, den Verstand zu verlieren. Aus psychologischer Sicht gibt es keinen objektiven Gründe für seine Psychopathie oder seine Theaterbesessenheit. Ich vermute daher, dass Theater für ihn mehr als nur ein Arbeitsplatz ist. Ich schlage vor, seine persönliche Arbeitsstätte durchsuchen zu lassen. Okay. Oma Sina! Oh, ich hoffe, Oma Sina lebt noch. 3. April 1955. Von Leiter Sicherheitsdienst an Sicherheitsmitarbeiter. Ich möchte darauf hinweisen, dass Sinaida Murajova, auch bekannt als Oma Sina, unter keinen Umständen ohne vorherige Genehmigung das Schösslingslagerhaus betreten oder sich ihm nähern darf. Genossin Murajova hat in der Vergangenheit Saatgut und Schösslinge experimenteller Blumen mit ihnen ihre Privatwohnung genommen, unter dem Vorwand, eine Inspektion durchzuführen und sie so dann eigenmächtig kultiviert. Da sich diese Pflanzen noch in einem frühen experimentellen Phasen befinden und die Eigenschaften aufweisen können, die noch nicht vollständig ergründet wurden, können sie sich als gefährlich erweisen. PS, reagiert nicht auf Oma Sinas verschämtes Verhalten. Benehmt euch. So, ein Befehl vom 2. Mai 1955 vom stellvertretenden Leiter des Wawilow-Komplexes an den Leiter der Sicherheit. Streng geheim. Informiere Genosse Setchenow über den Zwischenfall in der Keimungswerkstatt. Riegle das Krankenhaus ab, in dem das Opfer behandelt wird. Abgesehen von dem medizinischen Personal und Genossen Setchenow darf niemand die Station betreten. Aus, zurück, aus. Was ist zurück? Warte mal, da oben ist noch was. Post. Arbeiter. Ach, das sind die ganzen Arbeiter. Ach so. Aha. Ach, da kann man sogar... Ach, da kann man sogar noch draufklicken. Post 4. Haben wir alles gelesen, ne? Das haben wir alles gelesen. So, Arbeiter. Ich werde die nicht alle durchlesen, ne? Bitte auch bei? Nee, ne? Gott, wie viele hier arbeiten. Alter, was? Der neue Büroleiter des Theaters ist ein erfahrener alter Mann, der im Bloschi-Theater gearbeitet hat und für Aufführung
von Frontsoldaten verantwortlich war. Der ehrliche, aber auch eindimensionale und etwas mürrische Surkov hat für die Leitung für jeden, der seinen Zorn auf sich zieht, oftmals harte Worte übrig. Aha, krass. Was man alles lesen kann. Wahrscheinlich auch die Entwickler da auch. Das kann auch sein. So. R1, ne? Darf ich daran erinnern, dass du über einen Jarova Abalakov Spezialrucksack verfügst, um Gegenstände und Ausrüstung zu verstauen? Er verwendet eine Quantensingularität, um deponierte Gegenstände zu schrumpfen, die dann beim Herausnehmen wieder auf Originalgröße gebracht werden. Ja, verrückte Wissenschaft, was? Fast als würden wir in einem Sci-Fi-Zeitalter leben. Irgendwie funktionieren die Dings nicht. Die Audio-Logs. Muss ich da noch irgendwas einstellen? Lautsprecher-Controller verwenden? Nein. Ah, deswegen. Okay, alles klar. Du kannst deinen fetten Arsch dokumentieren, aber mich nimmst du nicht auf. Lass mich durch! Und nenn mich nicht Genossin Murafjova. Für dich immer noch Oma Sina, Bürschchen. Wir dürfen dich nicht durchlassen, Genoss... Oma Sina. Nicht ohne Autorisierung. Was? Ich durfte bisher immer hier rein. Und jetzt plötzlich nicht mehr? Jetzt hör mal zu. Entweder lässt du mich sofort durch, oder ich komme später wieder. Und dann steht sich hier jemand anders die Beine in den Bauch. Also... Geh einfach rein. Dachte ich's mir doch. Wegtreten. Okay. So, jetzt funktioniert es auch. Es kam über den Lautsprecher des Controllers raus, wie ich mir schon dachte. Verwaltung, okay. Schleiche dich an den Roboter an und führe einen Schleichangriff aus. Ich werde die Gelegenheit nutzen, um ihn permanent zu deaktivieren. Bam! So, Teile nehme ich mit. So, alles mitnehmen, was hier drin ist. Wie so ein Staubsauger. Ist auch eine nette Idee, ne? Teile mitzunehmen, ohne dass man jede Schublade einzeln öffnen muss. So, da haben wir noch ein bisschen was. So, was haben wir denn hier? Da ist wieder ein Computer. Ja, ich guck gleich. Wie cool. So, warte. Das war die Verwaltung, ne? Dann da, oh, da ist auch noch was. Nehme ich noch mit. Setz dich, Michael. Ich muss nur meine Arbeit fertigstellen, dann helfe ich dir. Laborroboter 84, bring Genosse Kolz auf eine Tasse Tee. Bin gleich zurück. Okay, eine Tasse Tee. So, was haben wir denn hier? Hey, ist das eine Birne? Funktioniert die? Alle Birnen in Anlage 3826 sind mit der Notstromversorgung verbunden und werden nie abgeschaltet. So können die Mitarbeiter ständig in Kontakt bleiben. Aber ich brauche doch ein Passwort oder eine Zugriffsberechtigung, um die Birne zu benutzen, oder? Ich kann dir Zugang zu jedem Gerät der Anlage verschaffen. Das gilt auch für die Chibitas, die dir auf dem Weg zu deinem Missionsziel sicher noch begegnen werden. Alles klar. Okay, ja. So, Bericht. 5. Juni 1955. Leiter des Sicherheitsdienstes an Laborleiter. Gestern Nacht haben die Laborassistenten Skopinzev und Leopschekin ein Foto von Genossen Stentschenschow an eine Vova geklebt, um ihn damit durch die Gänge irren lassen. Hausmeisterin Nefedova ist in Ohnmacht gefallen, als die Vova sie durch ein Fenster hindurch gesehen hat. Sie müssen abgemahnt werden. Noch ein Befehl, 3. Juni 1955, stellvertretender Direktor der Anlage 3826 an Geschäftsführung. Befehl vom Genossen Stetschenow, Direktor der Anlage, sämtliche Mitarbeiter der Anlage 3826, einschließlich der Dienstleistungsangestellte, haben sich am 10. Juni 1955 einer... Achso, das hatten wir schon gelesen, ne? Okay. Das haben wir schon gelesen.
So, hier war irgendwo noch ein Computer. Hier. Zusammenfassung. Nachname, Gefangenennummer, Strafvollzugsanstalt, Persönlichkeitstypus. Okay. Leicht zu beeinflussen wegen unordentlicher Arbeitsschritte, abgemahnt. Aha. Heizraum fleißig. Okay. Okay, neues Befehl. 5. Mai 1955, Personalleiter, anstellvertretende Personalleiterin. Die folgenden Mitarbeiter der Pestizidenwerkstatt sollen das Opfer A. Nejelova zum Mavilov-Komplex eskortieren. Okay. Sei netter. 21. Dezember 1954. Von Dr. A. Rufe an Sicherheitspersonal. Ich möchte alle Genossen im Sicherheitsdienst tätig sind, die im Sicherheitsdienst tätig sind, daran erinnern, dass die Tage von Genossen Statilis Säuberungen hinter uns liegen. Ja, die Leute, die ihren Strafen in Wawilo absitzen, haben verschiedene Verbrechen begangen. Doch sie sind weiterhin Menschen und weiterhin unsere Genossen. Wie wir sie hier behandeln, entscheiden darüber, ob sie durch ihre Bestrafung ihre Lektion lernen und erkennen, dass sie den falschen Weg eingeschlagen haben. Ich habe jedoch einige Beschwerden von Gefangenen erhalten, dass sie schlecht behandelt werden. Ich möchte alle daran erinnern, dass wir weder eine Strafkolonie noch ein Gefängnis sind. Seid netter, meine lieben Freunde. Gut, haben wir hier alles? Ich glaube ja. Hey, Handschuh. Mein Name ist Charles. Hey, Handschuh. Major. Mir doch egal. Wie hat dieser Petrov es denn geschafft, kollektiv zu hacken? Der Verräter arbeitete nicht alleine. Er schmiedete mit anderen ein Komplott. Mit anderen, ha? Huh? Und wo sind die? Sie wurden bereits eliminiert, aber an Petrov kommen wir ohne deine Hilfe nicht heran. Deshalb bist du hier. Wie funktioniert denn das? Okay. Das ist ein bisschen wie bei... Ah, okay. Aber man hat nur keinen Dietrich. Hui, der Staubsauger ist wieder da. Hat der da was liegen? Eine Schraube. Du hast wohl eine Schraube locker. Gemütlich haben sie es ja hier, ne? Muss man ja sagen. Können wir drüber reden? Aua. Alter, ich will also sagen, dass eine Handvoll Verräter es irgendwie geschafft hat, sich in Kollektiv zu hacken. Dem Werk der klügsten Köpfe der Sowjetunion. Streng genommen wurde Kollektiv nicht gehackt. Niemand wäre in der Lage, die Algorithmen zu umgehen, die Professor Lebedevs Team an der Akademie der Konsequenzen entwickelt hat. Und warum passiert dann dieser ganze Scheiß hier? Die Verräter haben einen falschen Kampfmodus in Kollektivs Algorithmen eingebaut, durch den die zentrale Übertragungsstation alle Menschen als angreifende Soldaten betrachtet. Und unsere Wissenschaftler können das wirklich nicht ohne Petrov beheben? Sie könnten, aber das würde einiges an Zeit kosten, während viele weitere Menschen sterben und Informationen über den Zwischenfall nach draußen dringen. Mhm. Schachclub. Leiter des Sicherheitsdienst an Personal, bitte beachten, am 1. Juni 1955 werden die, die Personalpausenräume nach Bedarf vom Schachclub genutzt. Unsere besten Spieler gehören zufälligerweise allen dem Sicherheitsdienst an. Und angesichts der Tatsache, dass die Dilettanten aus der WDNCH-Mannschaft in der Qualifikationsrunde verloren haben, haben unsere Strategen das Recht, jede freie Minute zu üben. Es steht bald eine Partie gegen die Laborassistenten aus der Pavlov-Anlage an und die Burschen sind richtig gut. PS, der Preis besteht aus 18 Kisten Süßigkeiten.
aus meinem Privatvorrat. Fragen, wie ich an den Kisten gekommen bin, sind unerwünscht. Aha, Befehl. Von Direktor der Anlage an Geschäftsführer. Das haben wir schon gelesen. Geht's hier raus? Nee, ne? Was ist das denn da oben? Kann ich da hochklettern? Jo. Wollte ich hier lang? Ich bin mir gar nicht sicher. Oh, hallo? Ist hier was? Nein. Ja, so ein bisschen in die Richtung geht schon, ne? Ich kann mich hier drunter verstecken, das ist supi. Schrumpfelnpatrone. Wie kann ich wechseln? Ah, okay, alles klar. Ich lade mal nach. Oh, jetzt wird auch mal geschossen hier. Oder hinten läuft jemand. Weiß nicht, eigentlich will ich gar nicht schießen. Wie wechsle ich denn? Und ich wollte mich nicht heilen. Okay. Links und rechts. Muss ich mir merken. Was? Es war so klar. Aua! Uah! Nee, lass das. Oh, zwei sind aber gemein, Alter. Hilfe! Ah, huahaha! Hiha, uah! Muss mich mal eben heilen, warte mal eben. Oha! Du Schlingel! So! Puh! Okay, jetzt muss ich erstmal üben. Das ist ja gar nicht so einfach. Wo kam der her? Wo will der hin? Okay, jetzt ist hier zu. Alles klar. Ich würde gerne so einen Safe-Raum finden. Aha. Als sowjetischer Wissenschaftler habe ich mich immer als Atheist betrachtet. Doch im Moment kann ich nur eines sagen. Möge Gott unserer Seelen gnädig sein. Wir haben die Magnettür zum Seilbahntunnel verschlossen. Doch ich weiß nicht, wie lange wir die Roboter im Komplex halten können. Hey, Ivan, bilde ich mir das ein oder hat sich der Busch da gerade bewegt? Ivan! Ivan! So, Aufnahmegerät. Nochmal anhören hier, Neues. Liebe und Roboter. Victor, mein Schatz. Es ist zu gefährlich, weiterhin solche Nachrichten zu hinterlassen. Das hier ist die letzte. Mach dich bereit. Ich sammle meinen Papierkram zusammen und komme dann sofort nach. Wir lassen diesen Albtraum hinter uns. Für immer dein, Larissa. Larissa. Was? Ich habe mit großer Scham gesehen, wozu die Menschheit tatsächlich fähig ist. Ich meine nicht nur unsere fehlgeleiteten Nachbarn im Westen oder die Folgen des Kapitalismus, sondern auch unsere eigenen Mitbürger. Doch ich wusste immer, sobald wir die Menschen zu einem Kollektiv vereinen, würden sie verstehen. Macht, Reichtum, Status, all das wird für die Menschen... Die Fahrstühle werden wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Wo geht's hier hin? Embryologie. Das Bild ist witzig. Muss ich hier schon hin? Wavillos Forschung ist der Schlüssel zu einer großartigen Ernte. Aha. Wir müssen eigentlich dahin. Hey, ich Chuck. Trotzdem... Charles! Ja, ja. Was würde passieren, wenn die Sache rauskommt? Der Ruf Freizeit. Der Sowjetunion würde leiden. Sowjetische Roboter gelten auf der ganzen Welt als absolut sicher und zuverlässig. Sind sie auch? Natürlich sind sie es.
deshalb trifft Petrovs Verrat das Herz des Mutterlands. Er ist seinem eigenen Land in den Rücken gefallen und will, dass die ganze Welt aufhört, unsere Roboter zu benutzen. Dieser Mistkerl. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wofür das Scannen sein wird. Weil bisher so habe ich es jetzt ganz selten benutzt. Die Teile kann man bestimmt gut gebrauchen zum Basteln, oder? Da wird bestimmt nochmal irgendwas kommen. So. Das nehmen wir mit. Und eine Kiste. Juhu. Haben wir sonst noch was? Oh, die Bilder sind ja ausnahmslos schön. Liegt denn da irgendwas? Nee, ne? Wawilow ist die Seele unserer Anlage. So, dann würde ich sagen, speichern wir mal. Und... Ich würde gerne wissen, ob der Ton hat. Voll witzig. Gucken wir uns jetzt an. So. Lul. Okay, so. Ich sammle das noch ein. Dann speichere ich. Kleine Neuromat-Kapsel. Bauplan freigeschaltet. So, dann würde ich speichern. Speichern. Und dann spielen wir hier am Freitag weiter. Ja. Und für dich auf YouTube soll es erstmal gewesen sein. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut.